gibt es diesen einen Jakobsweg. Wahnsinn. Da sagen die zu mir, du gehst den Jakobsweg, und ich sage, ja, klar. Und danach stellst du fest, da gibt es noch einen und noch einen und noch vier. Und du denkst, Moment, langsam, ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Was viele meinen mit diesem einen Jakobsweg, das ist der französische Weg, der beginnt in Frankreich und geht einmal durch Mittelspanien durch und der endet auch in Santiago de Compostela. Also alle enden in Santiago de Compostela. Zumindest die Jakobswege. Und ja, wenn da gesprochen wird vom Jakobsweg, dann spricht man meistens eben von diesem französischen Weg. Das ist mit der älteste, der traditionellste, der historischste, der religiöseste, der alles irgendwie so. Und man nennt ihn auch Camino Français, französischer Weg. Und der beginnt in Saint-Jean-Pied-de-Port, also in Frankreich, direkt hinter den Pyrenäen. Man läuft über die Pyrenäen drüber und dann einmal quer durchs Land und dann kommt man hinten wieder raus. Ich glaube, der hat 700 Kilometer, 740 oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, dann habe ich gedacht, oh, wenn das einer ist, der so bekannt ist und der so viel los ist vielleicht, ist das auch gar nicht so das Richtige für mich. Weil bei mir war es nicht so dieser Gedanke von, ich muss was Spirituelles machen, sondern ich würde gerne einfach so ein bisschen Abstand haben und gerne wandern gehen. Und deshalb zeige ich dir jetzt mal ganz kurz, welche Alternativen es überhaupt noch sonst so gibt. Deshalb solltest du wissen, dass es eine Vielzahl von Wegen gibt. Und hier auf diesem Foto, was du gerade gesehen hast, das ist der rote Weg und das ist eben der Français. Und ich habe mich dann seinerzeit entschieden, den Küstenweg zu gehen. Und der beginnt in Irun und der läuft dann oben an der Küste entlang und biegt dann oben ab. Und dann kommt auch noch Santiago. Dann gibt es noch den schönen Einstiegsweg, den finde ich ganz toll. Das ist der portugiesische Weg, der geht in Porto los und läuft quasi von Süden nach Norden hoch. Alternativ kannst du aber auch in Lissabon starten. Häufig ist es dann einfach eine Frage der Zeit, weil es ist durchaus realistisch, dass man am Tag so 20 bis 30 Kilometer gehen kann. Das ist auch echt machbar. Es hängt auch immer so ein bisschen ab, wie das Höhenprofil ist. Und dann kann man das auch durchaus organisieren. Da empfehle ich dir aber, zu jedem einzelnen Weg mal kurz zu recherchieren, weil die sind auch in verschiedene Etappen aufgebaut. Und da kannst du je nach Etappe dann grob planen, wie viele Tage du bräuchtest, um so einen ganzen Weg zu gehen. Bei mir waren es, glaube ich, 7 Wochen, wo ich unterwegs war auf dem Küstenweg, aber ich habe auch noch ein paar Tage Puffer eingebaut. Also das steht und fällt einfach mit den Tagen, die du hast und die es so gibt. Wenn du mich fragst, ich fand den Küstenweg traumhaft schön, weil du läufst eben am Wasser entlang und am Meer und das ist sehr, sehr unberührt. Und ja, ich bin einfach ein Mensch, der sehr gerne am Wasser ist und ich fand das auch sehr beruhigend. Und andere wiederum, die sagen, mir ist dieses Traditionelle ganz lieb und ich möchte auch in sämtliche Kirchen und ja, die Kathedralen besuchen, dann gehst du halt wahrscheinlich einfach besser auf dem traditionellen Weg, weil du da deutlich mehr ja, mitnimmst von der Kultur einfach. Also das ist aber auch einfach die Frage, was für ein Typ Mensch bist du und was machst du gerne und ja, was ist so dein Ziel, beziehungsweise was möchtest du gerne tun. Auch hier, glaube ich, gibt es kein richtig und kein falsch, weil wenn du auf einem Weg feststellst, das ist gar nichts für mich, dann setzt du dich in den Bus, fährst dann einfach zipp rüber auf den nächsten Weg, steigst dort aus und läufst von dort aus weiter. Also auch da sollte man einfach wissen, dass wir ja in Spanien sehr gut sind oder dass man in Spanien sehr gut aufgehoben ist und innerhalb kürzester Zeit dann sehr gut auch auf einmal Weg wechseln kann. Also ich habe auch einen Pilger kennengelernt, der kam vom Camino Frances und weil er eben der bekannteste ist, ist er auch sehr bevölkert, sage ich mal. Also da ist viel los. Weiß aber, vieles jetzt auch Interpretation, vieles relativ, ja. Und vielleicht dann mal gucken, zu welcher Jahreszeit viel los ist. Man sollte beachten, in Spanien ist im Juni, Juli, August ziemlich, ziemlich warm. Und das macht das Pilgern nicht unbedingt ja, so angenehm. Also ich wäre lieber früher oder im Spätjahr gegangen, weil dann ist es einfach deutlich angenehmer, weil du musst ja immer wissen, du schleppst ja auch dein Wasser mit. Also ist das alles okay. Und ich war Ende Juli, Anfang August und da hat es halt schon reingefeuert und das ist schon, ja, teilweise war es mir unangenehm, bei 40 Grad in der Sonne einfach zu laufen und so viel Sonnencreme kannst du auch gar nicht an dich schmieren, wie Corona schwitzt wieder, also das ist auch echt unangenehm. Da finde ich früh oder spät ja deutlich angenehmer und auch ruhiger und schöner und ja, und jedenfalls war bei dem sehr viel los auf dem französischen Weg und der ist dann mit dem Bus nach oben. Und den habe ich dann kennengelernt auf dem Küstenweg, weil er gesagt hat, ihm war da einfach, das war ihm viel zu viel Tourismus.
Und auch das ist möglich, dass man einfach wechselt. Ja, so viel dazu. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Zubringer. Du solltest also auch wissen, dass dir in Deutschland mal jemand über den Weg laufen kann, der gerade auf dem Weg ist nach Spanien. Das ist mir spaßigerweise mit dem Jens passiert am Donnerstag letzte Woche. Ich komme aus Karlsruhe und habe den bei uns hier auf der Straße aufgesammelt und habe gesagt, wo willst du hin? Ich habe dich erkannt an der Jakobsmuschel. Er lächelt mir nett ins Auto und sagt, ich laufe jetzt nach Spanien. Und ich dachte mir, sehr gut, dann hast du ja noch 2600 Kilometer vor dir. Also es ist alles möglich. Und da gibt es einfach ja, unterschiedliche Wege. Fühl dich einfach mal rein, recherchier mal. Ich war auf dem Küstenweg und auch auf dem portugiesischen Weg. Und ich habe auch noch den Primitivo da seinerzeit gemacht. Ist mit der älteste Weg, wenn mich nicht alles täuscht. Der Primitivo, der beginnt in Oviedo und läuft dann runter bis nach Lugo und dann bist du auf dem Frances, also dann nimmst du so ein Stück vom Frances noch mit. Und den fand ich traumhaft schön. Und ich glaube, jeder Weg hat einfach so seinen Charme. Bei dem Frances ist es bestimmt die Kultur und die Kirchen. An der Küste ist es das Meer, der Wind und das Wasser und die See. Und mit dem Primitivo ist es sind es die Berge. Mit 2400 Meter waren wir, glaube ich, mal auf so einem Berg oben, den wir passiert haben, und da sind es einfach die Berge und die Weiten. Ja. Und so gibt es, glaube ich, einfach so die Frage, was hat man gerne? Und ja, das solltest du wissen. Was du auch machen kannst, ist, dass du den Küstenweg läufst so weit wie möglich an der Küste, nimmst dann einen Abzweig, gehst dann über den Primitivo und vom Primitivo kommst dann später auf den Frances und nimmst den letzten Schritt noch auf den Frances mit. Auch das ist möglich. Was ich dir aber sehr empfehle, ist nach Santiago noch weiter zu laufen, nach Finisterre, ans Kap. Das Kap Finisterre ist der westlichste Punkt in Spanien und es ist deshalb auch sehr, sehr schön, weil wenn du dort ankommst, dann weißt du, du bist am Ende. Und ich fand, das hatte psychisch einfach einen sehr, sehr wertvollen Charme, weil du einfach weißt, du würdest vielleicht gerne weiterlaufen. Es ist aber Endstation und du kommst nicht mehr weiter, weil du bist einfach am westlichsten Punkt, danach dir kommt Wasser. Und das ist sehr schön deshalb, weil du, glaube ich, damit einfach sehr gut abschalten kannst, zu wissen, hey, jetzt ist gut, ich komme nach Hause. Und was man noch machen kann, wenn man in Finisterre ist, man kann nach Muxia, das ist nach oben, also ein Tagesausflug. Dort war ich leider nicht. Hab mir aber sehr viel Gutes davon erzählen lassen. Es gibt in Muxia eine kleine Kapelle direkt am Meer. Das muss auch traumhaft schön sein. Und das kannst du dir auch noch angucken. Die Entfernung von Santiago nach Finisterre sind, ich glaube, es sind 95 Kilometer. Kannst aber in 3 Tagen machen. Und dann läufst du von Santiago einfach nochmal raus. Und ich fand das auch sehr, sehr... Also mir persönlich hat Finisterre deutlich besser gefallen als... Oh Gott. Darf ich gar nicht sagen, wahrscheinlich will ich jetzt ein paar Ohrfeigen kriegen als Santiago, weil das war mir schon wieder zu touristisch, es war mir zu viel Trubel, es war mir zu viel Hektik, es war mir zu touristisch, weil du kommst einfach aus so viel Frieden und so viel Wald und so viel Ruhe rein und du spürst einfach, wie es so plötzlich wieder crowded wird, also es wird sehr, sehr unruhig, so fühlte sich das für mich an und ja, da habe ich gesagt, verbringe ich seine Nacht, war ganz toll, war großartig und dann bin ich weitergelaufen, was für mich persönlich schön war und ja, so viel dazu zu den Wegen. Im nächsten Video erfahren wir dann was über den Ablauf eines Tages. Genau, das erzähle ich dir gleich.